Aber die Herzsäule habe ich noch nicht entdeckt, außer ich könnte hier vielleicht die Perspektive nochmal drehen. Also heute Morgen war es ein Rasaf. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Ich habe noch nicht geguckt. Ich wollte nur gucken. Willkommen! Ich wusste, ihr würdet früher oder später herkommen. Ihr seht aus, als ob ihr euch fragt, wo wir hier eigentlich sind. Dieser Ort mag aussehen wie Flipstadt, aber aufgepasst. Ihr wart in Flipstadt, aber ihr habt die Seiten gewechselt. Jetzt seid ihr in Flopstadt. Das heißt es nicht, dass ich nicht der Merlon bin, den ihr kennt. Ich bin die Flopstadt-Version, ein ganz anderer Merlon. Nennt mich Nolrem. Es ist bestimmt nicht Merlon rückwärts. Versteht ihr nicht? Es gab schon immer zwei Städte. Doch nur Merlon und ich wissen darüber Bescheid. Ihr scheint überrascht. Jedes Ding hat zwei Seiten. Die Herzsäule ist eine Ebene über uns. Platziert das reine Herz dort. Bis dann! Okay, aber ich will mich hier gerne noch ein bisschen umsehen. Hey, schon gehört? Es heißt, wenn das Loch weiter wächst, sind wir erledigt. Wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, will ich sehen, was passiert. Die zweite Ebene. Der Aufzug führt zur ersten Ebene. Hast du das Haus mit der verschlossenen Tür gesehen? Verdächtig, verdächtig. Ich stelle mir oft vor, was wohl versteckt ist. Das macht Spaß. Jetzt will ich da rein. Vielleicht später. Mal gucken, ob wir wieder eine NPC für Kai finden. Das hat beim letzten Mal auch so hervorragend funktioniert. So, hier ist der Merlon-Verschnitt und hier geht's nach oben. Die ist weiblich. Das ist Gracie. Das gibt es doch nicht. Man munkelt, dass Flopstadt zerstört werden wird. Was soll ich dann tun? Vielleicht einen Laden aufmachen? Ja, Gracie. Kannst ja schon mal überlegen, was du für einen Laden aufmachen möchtest. Dann haben wir hier Kai. Junge, diese Stadt ist voll mit Frauen, die genau mein Typ sind. Und ganz oben auf der Liste ist im Moment Inga aus dem Rasthaus. Wenn sie mich ansieht, wahre Liebe, ich bin gerne im Rasthaus. 3 Sterne auf Hans' Liebesskala. Aber pass auf, schöne Blumen haben Dorn, also Vorsicht. Kai, möchtest du mir erklären, wer Inga ist? Von der habe ich ja noch gar nichts gehört. Warum finde ich eigentlich immer die besten NPCs für Kai? Das ist dann... Das ist Kind. Das passt noch nicht. Du siehst aber müde aus. Solltest du die Zauberin aufsuchen? Mit ein bisschen mehr Schwung sieht die Welt gleich anders aus. So, da kann ich auch nach oben. Da vorne war aber auch noch ein Fahrstuhl. Die Sache ist, spoilerst du mich jetzt eventuell nicht, sondern boostest mich? Flopstadt-Stil. Schützt dich einer meiner Zauber, kannst noch wüten, du bleibst sauber. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich nehme mal das mittlere. Ich danke dir, auf geht's. Des Himmels Sonne. Ja, wunderschön. Mach du mal. Der Zauber ist vollbracht. Gefeit bist du nun für jede Schlacht. Hört der Zauber auf? Komm her, ich setze noch einen drauf. Oh, finde ich cool, dass es diese Zauber auch wieder gibt. So. Hallo? Ach, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast. Ich heiße Röhrenbert. Ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du je gedacht? Oh, in der Stadt umherzulaufen dauert einfach zu lange. Klar, dachte ich auch. Darum ist es meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen. Klar. Ich denke, hier kann ich eine Röhre zum Fuße des Flipstadtturms bauen. Was hältst du davon? Du deckst meine Material- und Arbeitskosten. Ich könnte diese Röhre mit Leichtigkeit bauen. Aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wäre es mit 300 Münzen? Kommen wir ins Geschäft. Die habe ich nicht. Du brauchst die Röhre nicht. Das ist sehr traurig. Wäre schon praktisch als Shortcut tatsächlich. Ich wollte eigentlich ja nur mal gucken. So, da käme ich nach oben. Und hier potenziell auch nochmal. Und da käme ich noch rüber. Oder komme ich von da? Ich weiß es nicht. Ich frage mich gerade wirklich, von wo ich komme. Ich glaube von hier. Da ist der Laden. Achso, und hier ist auch schon Schluss. Also ich hätte noch 2 Aufzüge, die mich nach oben bringen. Was ist denn hier auf der anderen Seite aber?
Da ist noch eine Röhre. Mit der ich aber erstmal nicht so sonderlich viel anfangen kann. Aber guck mal, ich muss scheinbar echt von Flopstadt aus in Zukunft weiter eventuell. Das hat ja hervorragend funktioniert mit dem Loch. Ich wollte ja nur mal gucken. Denn wir haben auf der anderen Seite zumindest noch die eine Stelle mit diesem musikartigen Pixel, was wir vermutlich brauchen. Und hier haben wir noch einen fetten Block. Okay. Dieses Loch sieht schon stylisch aus, deinem Hintergrund. Hier wäre zumindest eine Herzsäule. Denke ich. Nur nicht die richtige. Das wusste ich aber auch schon vorher, dass ich hier eigentlich nach oben muss. Aber ich wollte trotzdem schon mal gucken. Gut zu wissen. Ja, oder eher das Herz ohne Säule, das stimmt. Ja, ich drehe ja schon wieder zurück. Kann ich eigentlich noch genug eventuell im Laden verkaufen? Wo war denn der Laden überhaupt? Aber ich komme wahrscheinlich nicht einfach so auf die 300 Münzen. Aber ich könnte meinen ganzen Killefanz tatsächlich mal verkaufen. Aber guck mal, der hat andere Sachen. Erstmal verkaufen. Weil diese ganzen Angriffs-Items sind zwar toll, aber ich benutze die tatsächlich eh nie. Ist so die Sache. Weil ich auch immer vergesse, dass ich die tatsächlich habe. So, die sind nett. Die Fangkarten benutze ich halt tatsächlich auch nie. Für 100% mit Sicherheit super praktisch, aber ja, ne? Und ich hätte im Lager wahrscheinlich auch noch Stuff, den ich verkaufen könnte. Aber reicht ja jetzt erstmal für die Röhre. So, Kommando zurück und dann probieren wir die Fahrstühle aus. Also wir haben potenziell jetzt noch zwei Stellen, wo wir weiter können. Nämlich einmal da, wo ich gerade war, wo das Herz war ohne Säule später. Und wie gesagt, dann noch die eine Stelle, wo ich diesen vermutlich Musikpixel brauche, um weiterzukommen. Das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. Und zur Not kann ich ja Merle? Die heißen alle gleich, ihr wisst schon, wen fragen. Weil jetzt komme ich nämlich sehr viel leichter immer zwischen Flip und Flop statt hin und her. Der hat schon was von Eggman, das stimmt. Ich dachte mir nur erstmal, was ist das denn für ein Fussel da? Diese Röhre ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet. Nutze sie, wann immer du willst. Kluge Leute sind immer sehr gründlich. Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Ich muss los. Das ist echt praktisch. So, da kann ich hoch. Und hier konnte ich hoch. Dann gucken wir doch mal. Ein bärtiger Noppon mit Sonnenbrille, um Gottes Willen. Aber die Noppons sind voll süß. Die meisten. Manche sind auch strange, aber die meisten. Aber es gibt Charaktere in dem Spiel, die noch seltsamer sind. Der Flopstadt-Turm. Aber sag mir jetzt nicht, sobald ich in Flipstadt fertig bin mit meinen 7 reinen Herzen, dass ich dann hier weitermachen darf. Weil, ne? Ihr seht, was ich meine. Das, wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten, wa? Aber lassen wir uns mal überraschen. Dann nehme ich lieber den anderen Fahrstuhl. So. Was haben wir denn da Schönes? Angeblich ja die Herzsäule. Wir müssen noch jemanden für Leo finden. Kai und Gracie hatten wir jetzt. Kai hat sowieso den besten NPC abbekommen. Mit seiner Inga. Wäre es nicht toll zu fliegen, hätte ich nur Flügel. Frei durch die Luft zu fliegen. Ich liebe die Freiheit. Und ich hasse Hausaufgaben. Die meisten Leute vermutlich.
Ich mag diesen Turm so gern, dass ich angefangen habe, Nachforschungen anzustellen. Ich habe entdeckt, dass es irgendwo den gleichen Turm in Weiß gibt. Hast du gehört? Weiß? Ist das zu fassen? Schwarz ist zeitlos klassisch, schwarze Türme rocken, Weiß? Bäh. Okay. Ah ja, da ist meine Herzsäule. Ich glaube auch, die sprechen generell über jedes Design, sei es Twitter oder Twitch oder Discord. Nur böse Menschen benutzen das weiße Design. So, haben wir Blau auch eingefügt. Fehlen hier also prinzipiell noch Indigo und Violett. Ihr scheint sehr flink zu arbeiten. Ich habe eine Nachricht von Merlon erhalten. Tippi ist wieder aufgewacht. Sie erwartet euch auf dem Flipstadtturm. Beeilt euch. Okay, aber dafür habe ich doch einen... Moment, ein paar wichtige Items. Ich habe nicht viele wichtige Items, aber das ist schon okay. Die schöne Röhre dafür. So, auf dem Turm, hatten sie gesagt? Ah ja. Da seid ihr ja. Ich fühle mich wieder besser. Lasst uns gehen. Bist du sicher, dass es dir wieder gut geht? Es wird schon gehen. Wir haben kaum noch Zeit. Und ich möchte bei Mario sein. Dann halte ich dich nicht auf. Dein Wissen wird sicher von großem Nutzen sein. Werte Helden, bitte gebt gut auf Tippi 8. Aber meine Tür fehlt. Beziehungsweise, warum ist hier oben noch? Hä? Geht jetzt. Wohin? Weil die haben alle ein farbiges Herz über der Tür. Aber die hier nicht. Oder hatten wir jetzt grün zum Schluss? Ich bin schon wieder verwirrt, welche Farben wir hatten, aber scheinbar hatten wir Blau noch gar nicht. Irgendwie war ich schon in Gedanken mit einer Welt weiter. Die letzten beiden Welten haben mich so geschlaucht. Weil das war die Anfangswelt mit O'Clock. Ja, dann die. Ja, stimmt. Dann war hier Mimi vermutlich. Hier dann Dementio. Und hier Luigi. Quasi alle einmal durch. Das heißt, wir haben jetzt noch Blau, Indigo und Violett. Irgendwie, wie gesagt, habe ich gerade schon gedacht, wir wären schon eine Welt weiter. Aber wie gesagt, die letzten beiden Farben waren jetzt auch nicht so. Also ich sag mal, Rot und Orange, abgesehen jetzt von Mimi als Boss, fand ich eigentlich voll cool. Gelb und Grün eher so, nee. Muss jetzt nicht sein. Deswegen habe ich die Hoffnung, weil jetzt die drei schönsten Farben kommen, mit Blau, Indigo und Violett. Ja. Dass es besser wird. Nein, Dementio hieß der Typ doch. Jetzt hängt euch doch nicht an einem Vokal so auf. Leute, bitte. Tut mir das nicht an nach den letzten beiden Welten. Das ist dumm. So, dann ist übrigens ein sehr schönes Blau. Dann gucken wir doch mal. Ich hoffe immer noch auf eine Eiswelt, weil wir hatten jetzt Wald und ein bisschen Wüste und Gebirge und wir hatten Wasser und wir hatten Weltall und wir hatten eine Villa. Vielleicht eventuell Eis? Das würde mich jetzt sehr glücklich machen nach den letzten Welten, die mich echt gefordert haben. Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffneten Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch drei reine Herzen finden. Die drohende Zerstörung der Welt rückte in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um ein Happy End herbeizuführen? Und was hatten sich Graf Knickwitz und Schergen wohl schon wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Ja gut, wir haben alle Schergen einmal durch, abgesehen von Nastasia. Kapitel 5.1. Im Zentrum von Klippdorf.
Das klingt nach Gebirge. Wo sind wir nur? Keine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz erkennbar. Moment, von hier oben? So ein typischer Anime- und Videospielmoment. Du meine Güte! Oh, was? Klippididu, klippidiklapp, irgendwie sowas. Großer Fels, der über uns wacht. Klipulaner, nur kleine Felsen, brauchen Hilfe. Hilf Klipulanern da oder Klipulaner bald weg. Ende ist nah. Nein, wir klippen weiter. Rette Klipulaner da. Klippi, klappli, klu, klippidi, wuppidi, du. Was tue ich hier? Was zum Klipp? Bist du in Ordnung? Boah, Maleo, Mensch, auf Himmel gefallen da. Ja, Kassaro, fast verrückt geworden. Er komisch geformt. Warte, wäre vielleicht von großer Fels, der über uns wacht, geschickt? Das haarige Etwas da? Huh, großer Fels, der über uns wacht, schickt uncoolen Typen? Hüte Zunge, zweifel nicht an großer Fels, der über uns wacht. Ganz beklippt. Warum hat dieses Spiel eigentlich die Tendenz, sämtliches Leben total seltsam darzustellen? Erst der komische Typ mit seiner Nerd-to-Babe-Schnittstelle, dann der kleine Oktopus, der dringend aufs Klo musste und jetzt bin ich in der Steinzeit gelandet. Und alle haben irgendwelche ganz beknackte Ausdrucksweise. Der letzte mit seinem Klirp-Klab und die jetzt mit ihrem, ihr wisst schon, das ist ganz schön anstrengend. Ich hätte schon gerne meine Toads und Koopas. Ich hätte sogar Paracarry gerne wieder. Es würde mir weniger Kopfzerbrechen bereiten als dieses, Leute. Also ich finde das ja eigentlich ganz cool, dass sie sich so kreativ ausgelebt haben, sowohl mit dem Designs als auch eben mit der Backstory und dass die ganzen Charaktere irgendwie auch was Eigenes haben, wie so eigentlich, ja, besondere Völker. Jeder ist halt so ein bisschen anders. Finde ich schon cool. Aber ich glaube, es ist mir schon fast ein bisschen zu abgespaced. Ich denke mir halt irgendwie bei jedem, den ich treffe in diesem Spiel, kann der nicht auch normal mit mir reden? So prinzipiell? Muss jeder so seltsam mit mir reden? Aber okay, ich hatte die Hoffnung, dass wir Klippen vielleicht schon durch haben. Aber ich habe eher das Gefühl, wir sind so ein bisschen in der Steinzeit gelandet. Das könnte ja vielleicht auch ganz interessant sein, wenn wir da so ein paar Dino-Gegner oder so haben. Still hoping for ice. Dina von Großer Fels, der über uns wacht. Ihr große Brocken, wir nur Kiesel. Wo in aller Welt sind wir denn hier gelandet? Und wer sind überhaupt die? Dies Land von Klipulana. Ich Klipulana. Er auch Klipulana. Das ist nicht schwer da. Egal. Großer hier ist Mamoru, Chef aller Klipulaner. Klipulaner? Wie bitte? O großer Diener von großer Fels, der über uns wacht. Das ist das neue Knickedi-Knack. Der Graf sagt das nicht mehr. Warum auch immer er das eigentlich nicht mehr sagt. Das war so sein Markenzeichen am Anfang. Knickedi-Knack wurde ersetzt durch großer Fels, der über uns wacht. Das erinnert mich irgendwie an unser Twilight Princess Together. Der Herold, der einen Stab bei sich trägt oder was das war. Was irgendwie auch 80 Mal vorkam in der einen Szene. Klipulana hier unten, Probleme. Schwere Probleme, ja. Habt ihr eure Textboxen euch mal angeguckt? Das sind schon schwere Probleme. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen. Name Florosapiens. Schnappen sich Klipulana. Wir aber friedlich, sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns, jetzt muss gerettet werden. Wir am Ende mit Latein. Wir retten Klipulana,
Mamoru keine Idee hat. Immer mehr geschnappt. Schlimm. Entweder wir finden Lösung oder wir alle bald. Weg da! Schlimm. Ihr Zuschneiden, Florosapiens. Ihr retten unsere Kumpels. Ihr helfen Klippolana. Na klar, da. Ihr uns nicht hängen lasst. Klippolana schulden euch viel. Spitze, Klippowippo. Absolut spitze. Großer Fels, der über uns wacht. Euch sicher geschickt. Schrecklich. König Krokus zurückkehren wird. Was? Klippolana entführt. Bitte, Klippolana brauchen Hilfe. Diener von großer Fels, der über uns wacht. Ihr Titel versteht, da. Bitte helft uns. Ihr helfen Klippolana. Bitte. Ja, ich folge dann mal dem Ruf des großen Felsens, der über uns wacht. Also ich glaube wirklich, wenn ich das Spiel umbenennen müsste, wäre es Super Paper Mario und dann als quasi Unterschrift dazu, könnt ihr auch normal mit mir reden? Weil irgendwie, dass du ein paar Charaktere hast, die sehr seltsam reden, die dann plötzlich einen französischen Akzent haben oder sonst was, ist ja okay, aber wie gesagt, im letzten Kapitel hatte ich schon Textboxen, wo dauernd was drangehangen war, was tatsächlich echt schwer zu lesen war und die sind noch schlimmer zu lesen. Ich habe vor allem auch den direkten Vergleich, weil ich ja aktuell Xenoblade spiele und die Noppern, die reden ja auch, ja, gebrochenes Deutsch, Englisch, Japanisch, whatever. Also die formulieren ja auch nicht immer perfekte Sätze, aber da ist das irgendwie überhaupt nicht anstrengend im Gegensatz zu hier. Aber wie gesagt, ich liebe die Kreativität in dem Spiel. Also das auf jeden Fall. Sie sind super kreativ und super, weiß ich nicht, die haben irgendwas geraucht, glaube ich, als sie die Texte geschrieben haben. Aber irgendwie hat das einen gewissen Charme. Also es ist schon einfach ein bisschen bekloppt und sehr kreativ und das mag ich auch. Es ist nur manchmal ein bisschen zu viel für mich. Aber das ist ja nur, Achtung, meine Meinung. Hey, sieh dir den mal an. So einen hatten wir hier noch nicht, oder? Da hast du recht, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein. Seltene Züchtung, genau. Den können wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern. Mario, so seltsam Kreaturen schon etwas vom reinen Herzen zu wissen. Unser Anführer, König Krokus, flippt aus, wenn wir ihm diese seltene Spezies bringen. Klopfen wir sie erst ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Achso, ich kann euch doch bestimmt auch... ich wollte nicht das Haus scannen. Ich wollte schon... die Pflanze scannen. Aber wie kann man die Noppern in Grund und Boden haten? Die sind voll süß. Also es gibt im Spiel schon so ein paar Charaktere, die ich sehr fragwürdig und nervig finde, aber die gehören da definitiv nicht dazu. So ein Florosapiens. Diese Gefolgspflanzen von König Krokus leben im Untergrund. Die Sache ist, ich könnte mich jetzt hier auch kaputt hauen lassen und dann von denen dahin transportieren lassen, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Und ohne Haupt können sie sich trotzdem fortbewegen. Okay. Niemand weiß, ob sie das Haupt überhaupt zum Denken verwenden. Das denke ich mir bei manchen Menschen allerdings auch. Ob die ihren Kopf überhaupt zum Denken benutzen. Huch, der flog nochmal zurück. So. Oh, es scheint, als ob der Anführer dieses Pöbels ein reines Herz besitzt. Wir sollten ihn suchen. Hilfe! Und tschüss. Die Florosapiens entführen weitere Dorfbewohner. Ja, dann gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Aber da ist erstmal nichts und da komme ich her. Okay. So ein Clip. Was? So ein Clip. Ihr wollt, dass Adamas Haus verlässt, aber Adamas ist schlauer. Okay. Was? Was? Was auch immer da gerade im Fernsehen läuft.
Du bist nicht zu Hause. Hier wäre potenziell ein Shop. Das ist schön. Ein Haus für Minish. Oder so. Aber einen gewissen Charme hat das auf jeden Fall schon. Kannst du nichts gegen sagen. Also wie gesagt, ich glaube, das, was ich in dem Spiel besonders lobe, ist wirklich die Story. Die Tatsache, dass man mehrere Charaktere hat, zwischen denen man switchen kann. Auch irgendwie die Pixelfähigkeiten, obwohl ich mir gewünscht hätte, dass es wirklich andere Partner gewesen wären. Also die Pixel mag ich auch, aber ich kann mit denen nicht so viel anfangen, mit den regulären Partnern. Aber ansonsten halt vor allen Dingen die Kreativität des Spiels. Gameplay ist wieder so eine andere Sache. Sie fliehen. Ich frage mich, wohin sie fliehen. Wir sollten ihnen folgen. Hallo. Bitte gehen sie wieder weg. Oh, hier kann ich sogar rein. Das ist halt auch so eine Sache, wenn Luigi bei den Antagonisten... Achso, du warst das mit den Bomben, ne? Bei den Antagonisten ist, wer ist dann storytechnisch unser vierter Held? Die andere Sache ist, wir können ihn natürlich auch immer noch wieder zurückholen. Potenziell. So. Bitte einmal... fressen. Ich unterschätze immer den Cooldown. Was haben wir hier Schönes? Eine Bowser-Karte. Okay. Sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Ich habe ein Secret gefunden. Das war dieser eklige Schleim, oder? Oh, ich wollte da eigentlich nur rüber. Das ist gerade irgendwie echt scheiße. Mit der Piranha-Pflanze da oben, die auch einfach nicht weggeht. Das ist voll die Todesfalle. Okay. Ja. Kann ich die abfackeln? Bin ich schon wieder halb tot. Ach, Kinders. Nein, kann ich nicht. Das ist schon dezent nervig, dass man dann hier unten steht und warten muss, bis die Piranha-Pflanze weg ist, während man dann davon den komischen Kirks einfach richtig hart in die Mangel genommen wird und dabei einfach alles an KP verliert. Schon okay. Achso, das war der Blumenregen. Bin ja jetzt nur schon wieder halb tot, aber das ist schon in Ordnung. Kann man mal machen. Immerhin Verdienste. Musstest du mich da jetzt eigentlich noch treffen, du dummes Vieh? Problem ist, ich habe halt auch gerade erst mein Level abbekommen. Das heißt, wir spielen einfach ab jetzt hervorragend. Und dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren, ne?